Im August 2015 kam mit Straight Outta Compton ein ganz besonderer Musikfilm in die Kinos. Das Biopic handelt nämlich von der Hip-Hop-Gruppe N.W.A. die in den 1980er Jahren mit ihren kontroversen Texte für Aufsehen sorgte. Mit dazu gehörte auch der Rapstar Ice Cube, den Filmfans auch als Schauspieler aus Titeln wie XXX2, The Next Level oder 21 Jump Street kennen. Der Musiker betreute genauso wie Eminem Entdecker Dr. Dre als Produzent das Projekt. Die Rollen der ehemaligen N.W.A.-Mitglieder wurden im Film aber von den Darstellern O'Shea Jackson Jr., der Sohn von Ice Cube, und Corey Hawkins The Walking Dead, verkörpert. Im Sommer 2014 hatten gerade die Dreharbeiten begonnen, welche sogar im echten Compton stattfanden. Dass die Stadt im Süden von Los Angeles nicht nur im Film ziemlich gefährlich ist, bekam die Crew leibhaftig zu spüren, denn am 12. August kam es in Compton zu einer echten Schießerei, die sich direkt vor den Augen der Besetzung und der Filmmannschaft ereignet haben soll, via TMZ. So kam es außerhalb des Compton Courthouse, siehe die Karte weiter unten, zu einem sogenannten Drive-by-Shooting, bei dem die Insassen eines vorbeifahrenden Autos auf eine Gruppe von Männern schoss. Beide Parteien sollen zwei verfeindeten Gangs angehört haben, ein Zivilist wurde dabei angeschossen. Ein halbes Jahr später, am 29. Januar 2015, kam es dann jedoch zum nächsten Unglück und das forderte sogar ein Todesopfer. Gerade befand man sich beim Dreh eines Promo-Videos zum Film. Ice Cube und Dr. Dre waren auch anwesend, als es während der Essenspause zum Streit zwischen dem einstigen Rap-Mogul Shook Knight und dem Straight Outta Compton Crew-Mitglied Chris Lone, hatte auch eine Nebenrolle in Training D, gekommen sein soll, via The Guardian. Die Beteiligten hätten sich demnach anschließend vor einem Fastfood-Restaurant getroffen, um den Streit zu klären. Doch dann eskalierte die Situation offenbar und Shook Knight soll mit seinem Wagen den anwesenden Musikproduzenten Terry Carter überfahren haben, der anschließend seinen Verletzungen erlag. Chris Lone wurde am Kopf verletzt. Shook Knight sitzt mittlerweile in Haft. Allerdings ist der Gerichtsprozess noch immer nicht abgeschlossen. Im Januar 2018 berichtete AP News, wie zwei seiner Anwälte verhaftet wurden, denen vorgeworfen wird, Zeugen eingeschüchtert und bestochen zu haben. Das endgültige Urteil soll am 24. September 2018, also mehr als 4 Jahre nach dem Vorfall, schließlich gefällt werden, wie die LA Times berichtet. Via Billboard. Sollte der im Film porträtierte Musiker dabei schuldig gesprochen werden, könnte ihm eine lebenslange Haft bevorstehen.